Ja, hallo, herzlich willkommen beim heutigen TDB Stack Talk. Ich freue mich heute, Jakob dabei zu haben von der Bosch Mobility Solution. Und wir werden heute ein bisschen intensiver über Forecasting-Architekturen sprechen. Bevor wir jetzt hier direkt einsteigen, würde ich einfach sagen, Jakob, stell dich doch kurz vor und was ihr so macht. Ja, also Jakob Wolf, ich arbeite bei Bosch im zentralen Vertriebscontrolling für Mobility Solutions. Und wir haben ca. 2000 Mitarbeiter, die sich mit dem Thema Forecasting und Planung beschäftigen. Aus diesem Grund haben wir 2017 schon damit angefangen, uns zu überlegen, wie kann man datengetrieben prognostizieren. Und da haben wir dann 2017 auch damit gestartet und einen ersten Ansatz, wie man damit, wie man von der Architektur her das aufbauen kann, haben wir jetzt hier mitgebracht. Ich denke, Forecasting gilt auch als einer der Top 3 Data Science Themen, die jedes Unternehmen so am Anfang versucht mal zu machen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und diese Architektur, die ich präsentieren werde und auch der Ansatz, wie man damit starten kann, ist, denke ich, auch generisch für andere Data Science Aktivitäten. Okay, also man kann das allgemein auch transferieren später. Könntest du vielleicht noch ein paar Worte sagen, bevor wir ins Technische einsteigen, was waren denn die Business-Anforderungen, die Geschäftsanforderungen an das Ganze? Das Ziel war, in die Zukunft zu prognostizieren, wie viel unsere Kunden, die ganzen Kraftfahrzeughersteller, wie viele Teile die von Bosch haben möchten. Und aktuell planen wir das manuell und wir kriegen Bestellungen von den Kunden, aber der Kunde, der bestellt dann einfach so wie du beispielsweise bei Amazon bestellst, ja, ich will 5 Packungen Zahnpasta, aber dann cancelst du einfach eine. Und Amazon hat das Problem damit, dass du eine auf einmal cancelst, beziehungsweise sogar welche zurückschickst. Und wir wollen prognostizieren, wie viel der Kunde wirklich haben möchte, damit wir diese Probleme nicht haben. Okay, also im Endeffekt aus den Vergangenheitsdaten lernen, um eben später die Bestellabläufe zu optimieren. Könntest du vielleicht noch kurz sagen, von was für einer Mengengröße reden wir davon? Wie viele Bestellungen sind das? Wir schauen uns momentan konkret 6 Werke an. Wir haben bei Bosch über 100 Werke weltweit. Und für diese 6 Werke haben wir schon über 10.000 SKUs, sogenannte Stockkeeping Units. Das sind dann wirklich die Produkte, die man in der Hand halten kann. Also 10.000 unterschiedliche Varianten für nur 6 Werke. Und wie gesagt, im Kraftfahrzeugtechnikbereich sind es dann über 100, die wir angehen möchten zukünftig. Okay, das hört sich nach viel Daten an. Ja, dann lass uns doch mal an das Stack Talk Board gehen. Wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet, wie das in jeder gute Kochsendung ist. Und zwar ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der bisherige Prozess, der alte Prozess, den ihr dann ja auch abgelöst habt. Genau. Ich würde sagen, erläutere das doch einfach mal, führ uns doch einfach mal durch den Prozess. Genau, ganz am Anfang haben das nur eine Data Scientist und ich gemacht. Ganz links sieht man, wir haben aus den Datenquellen, unter anderem SAP, haben wir relativ viele Excel gedownloadet. Das war auch einfach manuell runtergeladen. Hier sprechen wir von historischen Lieferungen an die Kunden, beziehungsweise auch Prognosen von den Mitarbeitern oder von den Kunden. Die Bestellungen, die haben wir dann alle runtergeladen, haben dann relativ viele Excel gehabt, in einem Ordner angesammelt. Als nächstes hat dann die Data Science-Kollegin manuell mithilfe eines Python-Skripts diese unterschiedlichen Excel, die monatlich ungefähr 20 Excel sind, hat sie dann aufbereitet mit dem Python-Skript, sozusagen das Pre-Processing, bevor die Data Science Magic startet. Dann hatten wir nur noch ein Excel nach dem Pre-Processing. Das ist dann, glaube ich, auch 2 GB groß aktuell, das Excel. Und die Data Scientist hat dann mit R, mit der Programmiersprache, das Forecasting gemacht, weil in R gibt es mehr Forecasting-Pakete, sozusagen out of the box, die man direkt anwenden kann. Python holt auch auf, sage ich mal, an Forecasting-Paketen, aber das meiste wird in R gemacht von den Leuten, die das in R programmieren, die Forecasting-Pakete. Genau, die macht das dann, die Kollegin. Dann haben wir wieder ein Excel als Ergebnis, das wieder im Ordner landet, auch ca. 3 GB groß, ich glaube sogar mehr. Und am Ende visualisieren wir das Ganze dann mit Tableau. Also das wird mit Tableau einfach angezapft, das Excel. Da
Dann machen wir die ganzen Visualisierungen, die Prognosen in die Zukunft, die Genauigkeitsmessung von der datengetriebenen Prognose, die wir entwickelt haben. Für die jeweiligen Endnutzer wird das dann bereitgestellt in Tableau. Okay. Genau. Okay, es sieht klar aus, also ein klarer Prozess natürlich von der Datenquelle bis hin am Ende zum Business-User, das Dashboard. Ich könnte mir vorstellen, ich sehe hier schon den einen oder anderen Punkt, der möglicherweise vielleicht eine Schwäche heran darstellt. Also ich höre hier 2 GB Excel, das ist eher, glaube ich, nicht immer die beste Idee. Ja. Kannst du ein paar Sachen sagen? Was hat euch denn dann motiviert, das hier mal aufzuräumen und auf stabile Beine zu stellen? Was waren die Probleme und Herausforderungen, die ihr da hattet? Genau, wie schon angesprochen, mit Excel sollte man heutzutage nicht so viel arbeiten, wie es hier auf dem Bild gerade aussieht. Deswegen haben wir uns dann überlegt, wie kann man das Ganze professionell aufbauen, weil durch die ganzen Excel, das manuell runterzuladen jeden Monat, da braucht man immer Manpower, das ist gar nicht automatisiert, was man hier sieht. Da muss in jedem Schritt manuell entweder im Python-Skript eine Zahl angepasst werden und dann auf Enter gedrückt werden, dass es ausgeführt wird, auch in dem R-Skript, in der Programmierung. Die Excel müssen alle manuell geprüft werden. Beispielsweise, wenn wir Änderungen haben in der Kundenhierarchie, wenn jetzt beispielsweise der Opel aufgekauft wird von einer anderen Marke, dann haben wir hier direkt auch das Problem mit Stammdaten, dass die ganzen Excel der Vergangenheit, dass die sozusagen ja, nicht mehr wirklich valide sind, weil die Kundenhierarchie sich geändert hat. Wir laden nämlich jeden Monat das Excel nochmal neu runter mit den neuen Zahlen vom letzten Monat. Aber wir haben auch Zahlen von 2016, von 2014 und die werden nicht aktualisiert in Bezug auf Stammdaten beispielsweise. Okay, hört sich an, also wäre da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich würde auch sagen, jetzt schauen wir mal uns die neue Lösung an. Das ist nämlich das wirklich Interessante daran. Ja. Ja, die Tafel hat sich gefüllt. Ich bin gespannt. Jetzt sehen wir hier oben die vorherige Lösung. Jetzt haben wir gerade auch mal die bisherige, also die jetzige neue Lösung hier vorbereitet. Und ja, man sieht schon, es sieht ein bisschen anders aus. Jakob, vielleicht erklär mir doch einfach mal, was ihr euch gedacht habt bei den einzelnen Komponenten und wie die zusammenhängen. Genau, also wir haben gerade eben über die vorherige Architektur, wenn man das so nennen darf, gesprochen. Wir haben dann zusammen mit der IT-Abteilung uns überlegt, wie kann man das Ganze professioneller aufbauen. Hier sehen wir jetzt unten, dass wir einmal die gleichen Datenquellen anzapfen, wie wir vorher hatten, oben links. Man sieht aber keine Excel-Icons mehr, was schon mal super ist für das gesamte Bild hier. Genau, wir haben jetzt die unterschiedlichen Datenquellen, so wie vorher auch. Jetzt haben wir es so gemacht, dass bei uns intern gibt es einen sogenannten Data Lake, der auf einer Oracle-Architektur basiert. Viele unterschiedliche Projekte verwenden diesen Data Lake, um dort ihre Daten zu speichern und zu transformieren, unterschiedliche Daten. Und das haben wir dann auch so verwendet. Das heißt, wir haben unsere Datenquellen, der Data Engineer transformiert diese Daten in dem Data Lake. Zusätzlich haben wir das Problem mit dem Stammdaten nicht mehr, was ich vorhin erklärt habe. Die Stammdaten, die werden auch regelmäßig abgedatet in diesem Data Lake, sodass das auch passt für die historischen Daten. Zusätzlich gibt es auch andere Projekte, wie gerade schon gesagt, die Datenquellen in diesen Data Lake mit reinpacken und transformieren für ihre Projekte. Genau, das heißt, wir haben jetzt das ganze Excel und Pre-Processing schon mal von oben mit Excel und Python in eine Oracle-basierte Datenbank gepackt, mithilfe des Data Engineers. Das Forecasting machen wir jetzt auch nicht mehr auf einem Computer, sondern das wird in einem Cluster, der basiert auf Hadoop und Kafka-Technologie, wird das Forecasting gemacht. Wir haben auch weiterhin Python, weil wir mit Python unser Forecasting noch ein bisschen verändern, mithilfe von anderen Daten. Das funktioniert dann besser mit Python. Und da ist auch wieder die Data Scientist, die das entwickelt, also die Skripte entwickelt sie und in dem Cluster lässt sie das Ganze laufen. Genau, die Daten, die wir dann im Cluster berechnet haben, die spielen wir zurück in den Data Lake, in dieselbe Datenquelle, haben unterschiedliche Tabellen hier, wie man sieht, die dann ja, die Daten transformieren, die unterschiedlichen Tabellen.
und direkt angeknüpft an dem Data Lake, an einer spezifischen Tabelle, ist dann das gleiche Tableau-Dashboard und weitere Tableau-Dashboards Stand heute für die Endnutzer, was wir hier oben sehen. Beziehungsweise was vorher auch mit Tableau visualisiert wurde. Das gleiche machen wir dann auch, aber nicht mehr basierend auf einem Excel, sondern basierend auf einer Tabelle in der Oracle-Datenbank. Okay, bedeutet für den Business-User an sich hat sich eigentlich gar nicht viel verändert. Er sieht ja weiterhin sein Tableau, das er auch davor gesehen hat. Und die Veränderung war hauptsächlich unter der Haube, nenne ich jetzt mal. Genau. Okay, und wir haben dann das hier, den zentralen Datenspeicher, den wir jetzt mal hier als Data Lake gelabelt haben. Was im Endeffekt eine große Oracle-Datenbank ist, die ein Sammelsurium von verschiedensten Datentypen darstellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und das Processing und das eigentliche Forecasting und die Berechnung sozusagen habt ihr ausgelagert in einen Cluster, in dem ihr dann eben mit Python Daten transformiert, beziehungsweise eben auch die R-Skripte benutzt, um das eigentliche Forecasting zu machen. Das ist so die Idee hier, richtig? Genau. Okay, da habe ich das gut verstanden. Ergibt, denke ich, auch Sinn und finde ich auch sehr schön, wie man hier eigentlich gut sieht, wie ihr die einzelnen Probleme, die du hier vorher schon genannt hast, eben da die Stammdatenaktualisierung, aber auch Skalierung oder auch die Excel-Problematiken hier abgefangen habt. Wie sieht denn die Zukunft aus? Beziehungsweise, ich denke mal, also so eine Architektur ist ja nie fertig. Ich sage immer, eine Architektur ist ja ein Prozess. Das geht sicher weiter. Seht ihr jetzt schon Engpässe? Seht ihr Dinge, die man da beachten muss? Wie wird sich das in der Zukunft entwickeln? Gute Frage. Wir überlegen konkret, dass wir beispielsweise auch andere Datenquellen anzapfen möchten, beispielsweise Vertriebsdaten oder Marktdaten, was man immer so hört vom Forecasting. Das haben wir gerade nicht in unserer Logik mit drin. Das heißt, wir überlegen konkret, auch andere Daten mit reinzunehmen und in unserem Bereich des Data Lakes mit zu transformieren für die Forecasting-Logik dann. Zusätzlich haben wir auch gerade das Problem, selbst wenn wir diesen Cluster haben, für alleine 12 Werke, wenn wir die Prognose machen möchten, auf der untersten Granularitätsstufe, brauchen wir schon eine Woche Laufzeit. Das liegt einfach daran, dass so viele andere Projekte, über 300 Projekte im Unternehmen mit diesem Cluster arbeiten. Sie lassen ihre Skripte auch dort laufen und wir müssen uns das sozusagen teilen. Und dann ist auch der Cluster irgendwann limitiert an der Rechenpower. Deswegen überlegen wir da konkret das neue interessante Konzept, was ja auch viele Unternehmen sich gerade überlegen, in die Cloud zu gehen. Nicht mehr on-premise mit dem Cluster. Und da überlegen wir auch konkret gerade mit Microsoft Azure das Ganze zu machen. Und dann würde alles, was man hier sieht im Cluster, würde sozusagen durch die Cloud abgedeckt werden. Das heißt, wir haben dann hoffentlich, wir starten jetzt erst damit, deswegen wissen wir es nicht, aber wir haben dann hoffentlich eine bessere Performance und brauchen nicht eine Woche für 12 Werke, was überhaupt nicht akzeptabel ist. Genau, das ist bezüglich dem rechten Part, wo wir die Prognose laufen lassen wollen, die Berechnungen. Natürlich überlegen wir uns auch oben, dass wir dem Endnutzer, dem möglichen Planer, der mit der Prognose arbeiten muss, dass der nicht zusätzlich zu seinen Tools ein Tableau-Dashboard öffnen muss und einen Screenshot, einen anderen Screen und dann damit versucht zu arbeiten. Wir wollen das Ganze in das Planungstool transferieren und den Planer anbieten. Und das ist konkret bei uns SAP APO. Und da sieht man dann die ganzen, da arbeiten dann die ganzen Planer mit dem SAP APO und machen ihre Prognosen, ihre operativen Prognosen. Da wollen wir das Ganze dann mit reinspielen, sodass man das direkt verwenden kann. Das ist ein Punkt. Und zusätzlich, was auch immer wichtiger wird, was uns auffällt, selbst wenn wir jetzt das in den Tools haben und auch Standard-Reports erstellen, gibt es immer noch viele kreative Geister, die mit Hilfe von ihren Tools einfach nur die Daten haben möchten und eigene Visualisierung bauen möchten, eigene Reports, eigene Analysen und darauf basierend weiterarbeiten möchten. Deswegen wollen wir da auch die Möglichkeit geben, den Nutzern mit Hilfe von Self-Service-Reporting-Tools wie Tableau oder Power BI, wollen wir denen die Möglichkeit geben, dass man sich die Daten einfach anschauen kann, selbst transformieren kann, selbst Visualisierung damit machen kann, damit sie die auch selbst verstehen
und nicht vorgelegte Reports bekommen. Das ist dann der Self-Service-Bereich. Okay. Okay, also im Endeffekt geht es in verschiedenste Richtungen. Zum einen erweitern wir die Datenbasis, indem weitere Datenquellen an den Data Lake angeschlossen werden. Ihr kommt jetzt schon, das finde ich sehr interessant, auch an Skalierungslimitierungen mit dem On-Premise-Cluster, das halt aktuell der Hadoop-Cluster. Da ergibt es natürlich Sinn, dann in die Cloud zu gehen, den Rechenpower der Cloud zu benutzen, denke ich. Denke insbesondere auch, wenn man das Forecasting sich anschaut, ich denke mal, das sind halt sehr intensive Rechenprozesse, die aber ja nicht kontinuierlich laufen, sondern immer wieder, also in regelmäßigen Abständen, wenn eben ein Update läuft. Und da ergibt es natürlich Sinn, wenn man da, sage ich mal, atmen kann in der Skalierung. Und da bieten ja die Cloud-Lösungen, bietet sich ja an, das zu benutzen. Und dann haben wir die, ich nenne es mal Embedded BI oder Embedded Analytics, die Einbindung der Ergebnisse und auch des Forecastings direkt in die operativen Tools, hier in dem Fall der SAP, und eine Erweiterung des Standard Reportings, also das Tableau Standard Reporting, das ihr habt, um ein Power BI oder auch Tableau-basierten Self-Service-Bereich, in dem die Leute sich dann, sag ich mal, ein bisschen explorativer auf die Sachen zusammenklicken können und dann wirklich auch die Daten, die sie haben wollen, einsehen können. Genau. Das ist soweit korrekt. Okay, hast du vielleicht noch ein paar Tipps? Also die Architektur sieht für mich sehr durchdacht aus und auch finde ich auch sehr interessant, wo die Reise hingeht. Und man sieht auch schon, dass sich das weiterentwickelt. Hast du ein paar Tipps für Leute, die sowas angehen, ein Forecasting-Projekt oder auch ein Data-Science-Projekt an sich? Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, das ist auch, kann auch generisch betrachtet werden, ob das jetzt Forecasting ist oder ein anderes Data Science. Wenn es Richtung Architektur geht, was ist zu beachten, was sind Fallstricke, was ist vielleicht auch in der Migration von so einer bisherigen Struktur die neue, was sind die Herausforderungen? Hast du da vielleicht noch ein paar Sachen, die wir den Leuten mitgeben können? Ja, also wir können von unten nach oben mal so ein paar Hinweise durchgehen. Einmal bezogen auf die Datenquellen, da ist es wirklich wichtig, sich anzuschauen für den spezifischen Use Case, in unserem Fall jetzt Forecasting, dass man für den spezifischen Use Case sich wirklich die Rohtabellen anschaut in den Datenquellen. Es gibt viele BW-Systeme auch im Unternehmen, wo die gleichen Daten schon aufbereitet sind und berechnet werden, aber das sind nicht die Rohtabellen. Da ist es wirklich wichtig, eine Schicht runterzugehen und zu gucken, wo entstehen die Daten eigentlich, damit man wirklich an der Quelle die anzapft und damit arbeitet. Das ist ein Punkt. Zusätzlich auch das Stammdatenthema, schon öfter erwähnt heute. Extrem wichtig für jedes Unternehmen, Stammdaten, die auf dem Laufenden zu halten, auch für historische Daten, vor allem im Forecasting-Thema, wo man ja von 2012 bis heute die Daten hat und die sich sozusagen dadurch ändern können, dass sich die Kundenhierarchie oder die Produkthierarchie ändert. Das ist wichtig zu beachten. Auf jeden Fall braucht man richtige Profis auch im Data Engineering und Data Science. Das geht nicht so einfach, da muss man schon die richtigen Leute finden, was ja nicht so einfach ist. Und ich würde sagen, erstmal in den Cluster zu gehen, macht auf jeden Fall Sinn für viele Aktivitäten. Bei uns macht das jetzt leider keinen Sinn mehr. Wir würden gerne da bleiben, damit es einfacher bleibt. Aber ja, wenn es keinen Sinn macht bezüglich der Rechenleistung und der Wartezeit, die man hat, dann muss man sich das auch überlegen zwischen Cloud und dem On-Premise-Cluster. Genau, und wie auch schon angesprochen, im Bereich Self-Service, da kann ich nur den Hinweis geben, auch wenn viele Personen denken, dass die eigenen Reports, die Standard-Reports, das sind, was am wichtigsten sind, beziehungsweise wo man denkt, das wollen die Nutzer haben, weiß man dann doch nicht letztendlich, was die Nutzer eigentlich sich anschauen möchten, was sie für Fragen haben. Und da muss man denen die Möglichkeit geben, das selbst machen zu können. Genau, aber es macht auf jeden Fall Sinn, am Anfang so zu starten, wie wir es gemacht haben, nicht direkt sowas Schwieriges, Kompliziertes sich zu überlegen. Da arbeiten wir jetzt mit 5 Personen dran, hier oben waren wir 2. Das heißt, für alle Data Science-Aktivitäten macht es auf jeden Fall erstmal Sinn, einfach mit Excel die Daten runterzuladen, die ganze Data Magic sozusagen zu machen mit Python und R, beziehungsweise nur mit Python, und dann zu schauen, ob es überhaupt funktioniert. Also erstmal anhand eines Use Cases ausprobieren.
Also möglichst schnell auf die Straße kommen und start small, think big. Ich glaube, das bildet sich ja auch sehr gut ab in der Evolution von dieser Architektur. Ja. Super, ich finde, das ist auch ein super Schlusssatz. Vielen Dank, Jakob, für die sehr interessanten Einblicke. Also wirklich sehr interessant, was ihr da vorhabt. Ich freue mich schon aufs Follow-up, das wir auf jeden Fall machen werden. Da komme ich wieder auf dich zu, um zu schauen, wie sich die Lösung entwickelt hat, was die neuen Herausforderungen sind, wie sich auch die Vorhaben hier entwickelt haben. Okay. Bis dahin. Gerne, wenn Kommentare, Anmerkungen sind, nutzt die Kommentarfunktion. Ich weise hier auch nochmal kurz dahin, den Podcast hier wird es zum einen mal als Videoversion, aber auch als Audioversion geben. Also wer Lust hat, kann sich das natürlich auch während dem Autofahren einfach mal über Audio zu Gemüte führen. Aber ansonsten auch jederzeit rein in unserem YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Gelegenheit. Hat mir Spaß gemacht, hat mich gefreut und ja, bestimmt dann in 1-2 Jahren gibt es ein Update. Bin gespannt.